Hi Leute, in dieser Serie wollen wir euch Möglichkeiten zeigen, den Gegner im Kampf in aussichtslose Positionen zu bringen, um den Kampf mit Ground and Pound oder durch taktisch erzwungene Submission zu beenden. Wir sind der Meinung, umso höher das Niveau internationaler Veranstaltungen wird, umso wichtiger ist es, im Kampf taktisch vorzugehen und technisch sauber zu arbeiten. Viele Kämpfer realisieren erst, wie wichtig Technik, Cleverness und Taktik im Kampf ist, wenn sie von der nationalen Bühne auf die internationale Veranstaltungsbühne wechseln. Schnell wird erkannt, dass Kondition und ein Kämpferherz allein dort nicht mehr ausreichen. Und spätestens dann sollte der Athlet überlegen, in Zukunft auf einen erfahrenen Trainer zu hören und nicht mehr das zu trainieren, was ihm Spaß macht, sondern das zu trainieren, was ihn auch weiterbringt. Wir holen uns heute aus der Bankstellung eine dominante Position, um den Kampf vorzeitig zu beenden. Lukas deckt hier seinen Gegner in der oberen Bankposition mit Schlägen ein. Greift das Handgelenk, schiebt mit der Stirn am Trizeps seinen Gegner in die Bauchlage, holt sich rechts den Underhook und setzt einen Halbnelson. Er klappt den linken Arm nach oben und verschließt mit seinem Unterschenkel. Zieht mit dem Nelson-Griff den Gegner in eine aufrechte Position, steigt über, wechselt jetzt hier den Arm aus und hat mit dem rechten Arm freies Schussfeld für Ground and Pound zum Kopf des Gegners. Hier jetzt ein etwas anderer Einstieg aus der Bauchlage. Er zieht den Unterarm zurück und nachdem der Gegner mit den Ellenbogen am Körper keinen Halbnelson zulässt, dreht er ihn mit dem Unterarm in die Seitenlage. Die hohe Bankstellung ist eine Übergangsposition. Sie passiert meist, wenn ein Stand-Up-Spezialist zu Boden kommt und von der tiefen Bank rasch in die hohe Bankposition wechselt, um wieder aufzustehen und im Stand weiterzukämpfen. Aber auch in der tiefen Bankstellung, wie hier, ist diese Technik gut anwendbar. Der eingeklemmte Arm sorgt dafür, dass der Gegner nicht mehr drehen kann und in seiner Bewegungsfreiheit stark beeinträchtigt ist. Mir als Trainer macht es besonders viel Freude, mein Wissen aus verschiedenen Kampfsportstilen zu vereinen und wettkampftaugliche Serien zu kreieren, statt immer nur stur in eine Richtung zu gehen nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, das werden wir auch weiter so machen. Ihr werdet in unseren Videos Techniken aus dem Ringen, aus dem Lucha Libre, aus dem Jiu-Jitsu, aus dem Vale Tudo und aus dem Sambo sehen, die zum Zwecke der Effektivität im Wettkampf zu einem zusammenfließen. MMA ist kein Puzzle, sondern mittlerweile ein eigener Sport, was übrigens auch für das Stand-Up-Game gilt und von vielen noch nicht realisiert wurde. Bis zum nächsten Mal.